Nico Longino, FC Bayern München, zieht hier seine Kreise. Und Bernhard Lindner, Spielvereinigung Westheim, die Nummer 20, der ist zumindest in diesem Satz erstmal richtig überfordert, weil Longino spielt ganz großartig auf. Das ist von Weißmanier. Bei der Bayerischen Jugendmeisterschaft im Dezember hat er einen der Mitfavoriten aus dem Rennen geschmissen. Unter den letzten 8 schon, das war bitter für Sebastian Hildenberger vom TV Hildenstein. Das hat ihm gar nicht geschmeckt, logischerweise. Hat danach auch noch sehr stark gespielt, aber für den Titel hat es nicht gereicht. Ein 11:2, was soll ihm da der Coach noch raten? Mach weiter so. Detlef Fabricius, ein sehr, sehr sympathischer Sportsmann. Erzähle ich immer gerne, dass er ja mal auch meine eigene Tochter in den Fittichen hatte. SV Seugendorf war damals bei den Mädchen sehr, sehr gut in der Nachwuchsarbeit. Mit fast ausschließlich Eigengewächsen haben die bei einer deutschen Mädchenmeisterschaft ganz vorne mitgespielt. Beim seligen Herrn Bobhut, Hausmeister einer Schule, der so nebenbei sehr, sehr viel für diesen Verein, für die Mädchen getan hat. Und dann gab es einen klitzekleinen Streit, als die Seugendorfer nämlich endlich ihre neue Halle bekamen. Die haben ja jahrzehntelang in der Bretterbude gespielt. Hochklassiges Tischtennis, aber die Halle. Ein besseres Gartenhäuschen, hätte ich vorhin gesagt. Und da gab es irgendeine kleine harmlose Diskussion zwischen ihm und einem Funktionär, der sich dann möglicherweise ein bisschen wichtig gemacht hat. Und von heute auf morgen hat der Herr Bobut alles hingeworfen. Wohl dann zu Concordia Fürth, hat dort auch noch viel Jugendtraining gemacht. Auch das Ferienprogramm für die Stadt Fürth. Daniel Drobitz und Aljoscha Barinski vom TSV Stein war damit von der Partie. Lang ist es her. Lindner kommt hier ein bisschen besser in diesen Satz, spielt sogar 4-2. Und wieder alles im grünen Bereich. 3, 4, 5 Punkte hintereinander.
mutige Return. Nicht ganz so einfach, den Aufschlag auf den Tisch zu ziehen. Im ersten Versuch ging es auch blind daneben, aber im zweiten hat es dann geklappt. Sieben, sechs oder sechs, sieben aus mittlerer Sicht. Auf die Schläger kann gehen. Ja, mit den Aufschlägen muss er sich vielleicht mal eine Variation einfallen lassen, nicht immer den Links und auf die Vorhand, wo der ein ums andere Mal sicher anzieht. Genau so geht's. So kann's gehen. Ja, aber der Gegner wird stärker. Der wäre richtig gewesen. Für Lindner. Zweimal den Schläger hingehalten, zum Rückhandblock dann rumgesprungen und mit der Vorhand Tempo gemacht. Und da hat er auch jetzt umgestellt. Letzten Aufschläge nicht mehr auf die Vorhand von Lindner. Ein kurzer über die Mitte sollte das wohl werden. So, und jetzt hat ihn dann mit dem schnellen Langen auf die Vorhandseite doch überrascht. Nachdem er vorher drei oder viermal in die andere Seite serviert hat. Zwei zu null und obwohl er hier richtig gut gespielt hat, Lindner, ist das dann natürlich schon eine Art dreiviertelste Miete mit 2 zu 0 Satzführung.